Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario vs. Donkey Kong. Wir sind in Welt 3 plus Fire Mountain. Plus natürlich. Wir sind erneut im dritten Stockwerk der Spielzeugfabrik. Wir müssen wieder einen Mini-Mario retten, der sich diesmal da oben befindet. Okay, wir müssen... Wie machen wir das denn? Wir müssen blau aktivieren. Kann ich da oben irgendwie hin und schon... Das ist ein komplizierter Scheiß. Alles klar, wir selber können nicht zuhören. Das muss alles Mini-Mario machen. Dann, das heißt, jetzt, wo blau aktiviert ist, kann ich dich aktivieren. Und dann gehst du da lang, hüpfst da lang, gehst nach hier links. Und durch den kommst du nicht mehr zurück. Dann aktiviere ich den. Damit du hier langläufst. Da reinspringst und dir das Ding schnappst. Dann da unten nicht lang kommst und dann brauchen wir Gelb. Damit wir die beiden kriegen und den kriegen. Und dann kommst du mit nach unten. Sehr schön. Wir brauchen Blau. Und wir haben Blau. Dann kommt gleich mal 3-2. Oh Gott, ist 3 die... Ja, Fire Mountain. Das ist die Feuerwelt, von der ich sprach, die so scheiße ist. Nicht nur wegen den Feuervögeln, sondern wegen... Auch wegen den Feuervögeln. Ihr seht, was passiert, wenn die Feuervögel hier kommen. Here we go. Die Feuervögel sind der letzte Dreck. Das heißt, in dieser Welt werden auch noch die Flammen kommen, von denen ich neulich sprach. Alter, hier hat man aber auch keine Zeit. Here we go. Ich muss darüber mit das Paket... Nee, eigentlich müssen wir das Paket vorher schnappen. Dann erst den Kleinen holen. Aber dann ist der Kleine schon tot. What? Weil ansonsten springt er doch in die Stacheln. Wenn ich das andersrum hole oder nicht. Okay, jetzt sind wir eh vorbei hier. Ich glaube, ich verstehe, wie es geht, aber es ist einfach zum Kotzen. Warum habe ich eigentlich gesagt, dass ich mir die Geschenke alle hole? Das wäre gerade ohne wesentlich einfacher. Dann schnell... Nein! Ich hätte eine Sekunde später runterspringen müssen, damit der Vogel unten schon vorbei ist. Was Neues! Warum gehst du nicht nach unten, Mario? Man weiß es nicht. Warum kackt der jetzt und hat das Feuer nicht gemacht? Man weiß es auch nicht. Ich habe das jetzt 6-mal gemacht und 6-mal hat er nicht geschissen und dieses Mal macht das in der Sekunde. Das ist doch zum Kotzen. Dieser Glücksscheiß hier. Alter, lande doch einfach auf dem Boden, Mann! Du fällst uns auch immer geradeaus runter wie ein Stein. Warum fliegst du jetzt in den Bogen? Here we go. So, kotzen. Okay, schnell nach unten. Ganz schnell nach unten. Oh, fuck. Nein! Warum machst du das auf, Babymann? Warum macht er das auf? Oh, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Da macht der Scheiß voll, ich tue das einfach auf und jetzt wähle ich auch das nächste Level aus. Da macht der voll, ich tue das einfach auf.
Das ist übrigens genau das Level, von dem ich gerade besprach. Mein absolut mit Abstand schlimmstes Hasslevel aller Zeiten. Direkt nach meinem zweiten Hasslevel aller Zeit mit den Feuervögeln. Oh Gott, also das ist wie die schlimmste Welt aller Zeiten. Warum habe ich die jetzt heute angefangen? Das war eigentlich die letzte Folge, die ich aufnehmen wollte, bevor ich die Aufnahmesession beende. Hätte ich es mir vorher gemacht. Diese Welt ist der Horror. Ist der Horror. Alles, was danach kommt, kann nur besser werden. Das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Ich glaube, das war damals auch so, dass die Feuerwelt wesentlich... ich persönlich die Feuerwelt wesentlich schlimmer empfunden habe. Warum hat er jetzt keinen Waffensprung gemacht, Mann? Dass diese scheiß verfickte Drecksfeuerwelt hier 25.000 Mal schlimmer war als alle anderen Welten danach. War überhaupt nicht knapp oder so. Dann steht das Wichsviech da rum. Boah, nee, ich kann nicht mehr. Womit hab ich das verdient? Das ist ja schlimm. Ich hätte es doch eben schon geschafft und dann schließt der kleine Vollidiot einfach das Ding auf. Oh, wow. Fett. Ist das ein Kotzlevel? Unten. Jetzt macht er das wieder auf! Ich glaube es nicht! Was machst du? Ich reg mich gerade so auf. Da schließt der Vollidiot das Ding einfach wieder auf. Niemand hat dir gesagt, dass du das aufschließen sollst. Kann man das nicht einfach so programmieren, dass man davor nach oben drücken muss, damit er aufschließt und nicht, dass er automatisch aufschließt, sobald man in die Nähe davon kommt? Vor allem, wenn man so ein Level hier macht. Ja, geil, ist doch eh verloren jetzt. Das ist doch so eine Kacke. Diese Feuerwelt wird das Schlimmste, was ich in meinem Leben jemals durchgezogen habe. Ich glaube, wegen dieser Feuerwelt habe ich damals als Kind... Ah, jetzt habe ich schon wieder verkackt. Ich glaube, wegen dieser Feuerwelt habe ich damals als Kind dieses Spiel 2 Jahre lang nicht mehr angefasst. Weil diese Welt einfach der schlimmste Horror aller Zeiten ist. Das, ja, die Elektro-Kacke danach wird auch scheiße, aber so schlimm wie das Feuerding hier wird es nicht. Die Feuerwelt war echt das... höchste der Gefühle! Ich mach's gleich aus. Ich mach's gleich einfach aus. Vor allem, weil ich weiß, was danach noch kommt. Vor allem, weil ich weiß, was danach... Warum springst du nicht hinterher? Weißt du, unten kann das gar nicht abwarten, mir sofort hinterher zu rennen, die Tür instant aufzuschließen. Aber hier oben, da wartet er erstmal 3 Stunden, bis der Feuervogel ihn gekillt hat. Mann. Und vor allem, man muss alle 3 Pakete auf einmal sammeln. Es reicht nicht, dass wenn ich jetzt beim letzten Mal blau und rot eingesammelt habe, dass ich jetzt nur noch gelb einsammle. Nein, es müssen alle 3 Pakete in einem Durchlauf eingesammelt werden, sonst zählt es nicht. Ich hätte es jetzt 2 Mal fast gehabt. Und jetzt rutscht er einfach aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund ab. Ich hatte es 2 Mal fast gehabt und dieses kleine Arschloch hat einfach nichts Besseres zu tun, als das Ding instant aufzuschließen. Jetzt habe ich schon wieder verkackt. Mann. Das kann nicht sein. Das ist die größte Qual, die ich seit langem durchmachen musste hier.
Fällt er einfach runter. Here we go. Ich glaube auch, dass das hier das letzte Level war, in dem ich damals, als ich noch klein war, versucht habe, alle Pakete zu sammeln. Ich glaube, danach habe ich das auch nie wieder gemacht. Also ich habe diese Pakete, dieses Level, glaube ich, nie gesammelt. Weil das immer das Level war, in dem ich mich dann dazu entschieden habe, dass das nie wieder eine gute Idee ist. Wegen Killerspiele machen aggressiv. Mario vs. Donkey Kong, fuck Feuerwelt, macht aggressiv. Here we go. Oh, diese verschissenen Wichsvögel sind auch im normalen Spiel schon nervig. Aber dann in diesem Modus ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ehrlich jetzt. Das Ding ein. Ja. Das gibt es nicht! Mamma mia. Warum? Here we go. Das heißt, ich bin in die Sekunde tot, in der der Vogel kommt, weil es keine Rettung gibt? Warum? Ich hasse doch eben, wie immer funktioniert. Warum funktioniert das Ding jetzt nicht? Here we go. Ich hab das jetzt zum dritten Mal so gut wie geschafft. Doch, leck dich am Arsch. Here we go. Nein, jetzt komm doch mit! Ach, du bist so ein Arschloch! Wieso? Wieso ist er denn nicht mitgekommen? Alter, wie oft bin ich jetzt in Game Over gegangen in diesem Scheiß? Here we go. Jetzt komm hier einfach mit runter. Komm doch jetzt mit! Warum bleibt ihr denn eine halbe Stunde stehen? Wirklich in jedem Abgrund springt der Instant hinterher, nur hier nicht. Und ausgerechnet hier braucht man's. So, jetzt komm. Ich hab doch B gedrückt. Boah, diese Steuerung. Dieses Level. Oh. Ich habe sowas von B gedrückt, aber zu 100%. Ich habe sogar zweimal B gedrückt, weil ich gesehen habe, dass er die Animation nicht gemacht hat. Und er hat das trotzdem nicht gemacht. B gedrückt. Und dann steht der auf dem Mini-Mario drauf und wird deshalb von dem Scheiß getroffen. Ich kann nicht mehr, sorry. Here we go. Noch bis ich Game Over bin, also noch dieser eine Versuch und dann ist vorbei. Ich kann nicht versichern, wann der nächste Part kommt, weil ich gerade sämtliche Motivation in diesem Spiel verloren habe. Also wirklich alles. Diese Welt ist der größte Horror, den ich in meinem Leben ertragen musste. Das macht auch keinen Spaß. Es ist nicht, dass ich hier sitze und mich freue oder so. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das macht wirklich auch keinen Spaß. Und wenn ein Spiel keinen Spaß macht, dann sollte man es nicht spielen. Bitte. Alter. Habt aber Glück gehabt, dass ich diesen einen Versuch noch extra gemacht habe. So, das zweitschlimmste Level ist jetzt geschafft. Zumindest an die Level, die ich mich erinnern kann.
Ich weiß nämlich, dass das nächste Level noch um einiges schlimmer war. Ich meine, haben wir 10 Versuche dafür, bevor es Game Over heißt. Und es kommen dann auch noch 3 Level in dieser Welt. Und es ist auch, glaube ich, gar nicht das schlimme Level, was ich meinte. Das war noch ein anderes Level, was ich meinte mit diesen Feuerdingern. Ich glaube, hier bin ich immer so erstmal hin. Ich habe die Pakete alle gesammelt. Und da gibt es nicht ohne Grund ein One-Up. Wenn man es bis dahin mit dem Mini-Mario geschafft hat, dann zollt einem das Spiel größten Respekt. Und ich weiß nicht, wie das hier gehen soll. Ich wusste noch nie, wie das gehen soll. Und ich bleibe bei meiner Aussage. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das Mini-Mario da durchkommt. Das war, glaube ich, auch damals mein absolut größtes Problem. Dass er halt einfach mit einer 12-stündigen Verzögerung losläuft. Und entweder werde ich vom Feuerball getroffen oder er. Aber dass wir beide nicht davon getroffen werden, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das Gelbe brauchen wir nicht einsammeln, das sammeln wir instant ein. Wie gesagt, jetzt normaler Mario durchzukommen, ist sowas von easy, kein Problem. Aber mit dem Wix-Idioten dahinter, ist das eine Qual. Oh Gott. Oh Gott, wie haben wir das gemacht? Okay, jetzt nochmal. Warum braucht er so lange? Warum wartet er denn so lange? Warum springt er nicht einfach los, wenn ich losspringe? Hier unten läuft er doch auch los, wenn ich loslaufe. Also warum macht er das denn da dann nicht so? Ich verstehe es halt auch nicht. Ich verstehe dann halt das Prinzip hier auch nicht. Wann braucht er wie lange, um wann loszuspringen? Hier unten springt er zum Beispiel instant. Nee, springt er auch nicht instant. Wenn ich springe, dann braucht er ein halbes Jahr. Wenn ich nicht springe. Jetzt ist er zum Beispiel schneller losgesprungen, als er es gerade eben gemacht hat. Da umsammle ich ein, weil ich Angst habe, dass er das Schloss vorher aufschließt, bevor ich das einsammeln kann. Deswegen sammle ich das vorher. Das war also auch falsch. Es ist egal, wann ich springe, er springt immer dann, wenn der Feuerball da ist. Ich habe gesprungen, ich bin schon gesprungen, wenn der Feuerball unten war, dass er reingelaufen. Ich bin schon gesprungen, wenn der Feuerball oben war, dann ist er reingelaufen. Ist egal, wann ich springe, er springt immer genau dann, wenn der Feuerball da ist. Okay, ich versuch's gleich nochmal, wenn der Feuerball unten ist. Dann springt er wieder genau dann, wenn der Feuerball da ist. Es ist vollkommen egal, wann ich rüberlaufe. Er springt immer so, dass er stirbt. Dann versuche ich es jetzt mal, wenn der Feuerball gerade auf dem Weg nach oben ist. Habe ich den Sprung jetzt nicht geschafft, obwohl ich nichts anderes gemacht habe als sonst auch. Aber es, dieses
dieses Level hier ist machbarer, als ich dachte. Also es gibt, glaube ich, noch ein anderes Level mit dem Feuerfunken. Oder ich habe das komplett falsch in Erinnerung. Wahrscheinlich war das einer der Albträume, die ich damals von dieser Welt hier hatte. Warum hat das denn jetzt nicht funktioniert? Ich habe doch jetzt absolut nichts, aber auch nicht mal ansatzweise irgendwas anders gemacht, als die 22 Versuche davor. Und diesmal springt er in den Feuerball und die Male davor nicht. Ich mache doch jetzt nichts anders, oder? Ich mache doch jetzt nichts anders. Versteht ihr, warum ich diese Welt hasse? Versteht ihr es? Weil dieses kleine Drecksviech einfach so unberechenbar ist, deswegen die scheiß Laser später in Welt 6, die werden genauso schlimm. Weil der halt einfach unberechenbar ist, der kleine Mini-Mario. Der läuft halt einfach mal läuft er dann los, mal läuft er dann los, mal lässt er sich treffen, mal lässt er sich nicht treffen. So, ich springe jetzt, wie gesagt, wenn er auf dem Weg nach oben ist. Und er springt trotzdem den Feuerball. Ich bin jetzt gesprungen, wenn er auf dem Weg nach unten war, wenn er auf dem Weg nach oben war, wenn er ganz oben war und wenn er ganz unten war. Und jedes Mal ist Mini-Mario genau so gesprungen, dass er stirbt. Es ist vollkommen egal, wann ich in dem Moment hier losspringe. Er stirbt zu 100%. Mamma mia! Here we go! Es sind erst 21 Minuten rum. Es kommt mir vor, als wenn ich seit 5 Stunden an diesem Level sitzen würde, weil es einfach so unfassbar scheiße ist. Ich mach doch nichts anders! Ich mach doch nichts anders als die Male davor! Warum klappt das denn jetzt nicht mehr? Das war doch vorher eine 100%ige... Der ist so verfickt unberechenbar, dieses kleine Wichsviech da! Wie soll man das denn timen, wenn er jedes Mal anders losläuft und losspringt? Hier, ich habe jetzt nichts anders gemacht, wie es funktioniert. Toll. Da kann man das ja voll seine Fehler sehen und so. Man kann in diesem Level keine Fehler machen. Weil es eh egal ist, was man macht. Der macht eh seinen eigenen Scheiß. Alter, es geht mir so auf die Nerven, dieses Kotzlevel. Es geht mir einfach so auf die Nerven. Ich kann nicht mehr. Es macht mich innerlich komplett fertig. Ihr seht es ja selber. Ihr seht es ja selber. Ich habe erneut nichts anders gemacht. Und es springt wieder rein. Alter. Weiß halt langsam auch nicht mehr weiter. Meine Fresse, ey. Warum? Mamma mia. Und dieses nervige Kack jedes Mal am Anfang dieses Paket da oben einzusammeln, was ja nochmal 3,5 Stunden dauert gefühlt. Wenn man alle Versuche, die ich hier berechnet habe, jedes Mal dieses Paket am Anfang zu holen, zusammenzählt, dann ist da so viel Zeit, die dabei rum verloren gegangen ist. Das kann nicht wahr sein. Warum klappt das denn nicht mehr? Warum habe ich es eben 20 Mal hintereinander gemacht? Es hat 20 Mal geklappt, jetzt mache ich es 10 Mal hintereinander, es klappt 10 Mal hintereinander nicht. Obwohl ich nichts anders mache. Es liegt daran, weil dieses Wichsviech unberechenbar ist. Kannst du da jetzt weggehen, du scheiß Drecksteil? Oh mein Gott. Okay, jetzt ist es eigentlich nicht mehr so schwer. Eigentlich nicht mehr so schwer. Oh mein Gott.
Ich kann mich an das Level nicht erinnern, was eigentlich gar keine so schlechte Sache ist. So, ich muss hier hin, ohne den Kleinen aktiviert zu haben. Sonst würde er hier nicht darin fallen. Das heißt, was ich hier gerade gemacht habe, ist gar nicht so schlecht. Das heißt aber auch, du musst jetzt erstmal hier rein. Und dann sollst du hier eigentlich nicht hochspringen. Zu, dann kommst du nämlich wieder weg. Okay, das Level ist eigentlich echt vergleichbar einfach. Vergleichsweise einfach, wie auch immer. Nee, ist es nicht. Wie kriege ich ihn denn dazu, dass er runterspringt? Ich glaube, ich weiß es. Indem ich da rechts runterkletter, ne? Ich muss ihn eigentlich da rechts vor der Wand halten, aber wie? Oh Gott. Nee. Ich dachte gerade, ich hätte es, aber irgendwie hatte ich es dann doch nicht. Ich kapiere das Level nicht. Es hätte ja auch mal wieder ein einfaches Level kommen können, aber... Oh, jetzt habe ich es kapiert. Es war eigentlich nicht schwer. Ich bin nur... Mein Kopf ist mittlerweile kaputt. Mit dem ganzen Scheiß. So, auch wenn ich es nicht machen muss, weil ich hier gleich eh hin will. Oder hin muss. Mache ich es trotzdem mal. Also, mein Kleiner, du stehst jetzt auf. Kommst jetzt mit und stellst dich da hin, ja? Kommst du dann nämlich hier rüber, ich aktiviere das Ding und rutsche nach unten. Und damit habe ich es verkackt, weil ich erst das gelbe Ding nehmen muss. Here we go. Also kommst du jetzt mit. Kommst hier rein. Aktiviere den blauen Schalter, du nimmst das Ding mit, kommst hier wieder hoch. Du kommst hier mit auf die Seite. Dann wird der blaue Schalter aktiviert, du schnappst dir das Ding. Und dann geht's ins Ziel. War gar nicht schwer. Mein Gehirn war nur wieder doof. Von dem ganzen Scheiß, den ich da vorher machen musste. Gelb, gib Brot weg. Danke. Danke. Oh Gott, wir haben die Welt schon zu über der Hälfte geschafft. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Er ist tot. Mamma mia!
Aber sieht auf Anhieb gar nicht mal so schwer aus, muss ich sagen. Ich muss die nur nach ganz oben kriegen. Ich muss halt mit nach oben, ne? Nein, komm wieder her, komm wieder her. Komm hier hoch. Ja, und komm hier rüber. Und schließ auf. Okay, kommt jetzt die Feuerfunken, das Feuerfunken-Level, was ich im Kopf hatte, oder war das nur Einbildung? Ich hatte irgendein Level im Kopf, wo sowohl Feuervögel als auch Funken hochgesprungen sind. Und was, wie gesagt, der absolute Horror war, von dem ich Albträume hatte. Aber ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, als wenn das wirklich nur Albtraum war, den ich damals als Kind hatte von diesem Level. Aber das kommt noch in der späteren Welt, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Feuersachen sind hier. Okay, Feuervogel sind. Oh, ich sehe Feuervogel, ich sehe Funken, aber es ist nicht das, was ich erwartet hätte. Okay, wir steigen jetzt langsam hier durch. Ab, so. Machen wir den nervigen Onkel hier weg. Der nervige Onkel hat dich gerade getötet. Es ist also ein sehr nerviger Onkel. Okay, was mache ich denn mit dem nervigen Onkel? Ich würde sagen, den hau ich dann dahin. War es gut, dass ich das aktiviert habe? Ich glaube nicht, ne? Ich hätte das Level noch nicht so ganz geblickt, was jetzt am schlauesten wäre, wann, was wann zu machen. Okay, den nervigen Onkel lasse ich erst doch nochmal hier. Ich stand auf dem Schalter, dadurch war ich höher als normal und wurde vom Feuerwogel erwischt. Toll! Der nervige Onkel bleibt hier, hatten wir gesagt. Schalter, kletter nach oben. Das Ding. Halt mich da aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund nicht fest. Kann den ganzen Scheiß nicht mal neu machen. Also Schalter. Dingens. Nach oben klettern. Wie? Fuck, ich wollte das Rote nicht aktivieren. Ist doch zum Kotzen. Mit dem Feuer vorbei, dem Feuer vorbei. Onkel beseitigen. Da scheißt der Fixvogel noch runter. Ich kotze. Ich kotze. Da hatten wir es gerade so gut wie geschafft. Da kackt der Fixvogel da nochmal hin. Mach doch schneller! Boah, jetzt müssen wir dem Scheißvogel wieder ausweichen. Mach doch jetzt hin da oben, du Kackonkel! So. Blauen Schalter aktivieren. Ich darf da am Anfang noch nicht lang. Weil ich sonst nicht mehr zum roten Schalter komme. Jetzt kapiere ich's. Ich darf da also am Anfang noch nicht hin. Ich muss also beim Onkel vorbei. Und mich vom Feuer vorgetroffen. Ich kann gleich nicht mehr. Ich kann gleich nicht mehr. Ich bin so froh, dass das letzte Level dieser Welt ist. Alter, ich muss gleich eine Pause machen. Ich bin so voller Aggressionen gerade. Mach, dass es vorbei ist, bitte. Jetzt hör auf mit deinem Scheiß und lauf weiter. Alter. Ich hab nach links geguckt! Das sieht man sogar, dass ich nach links gucke! Ihr seht, dass Mario nach links guckt, ne? Warum hat er den also nach rechts geworfen? Alter.
habe zwar eigentlich wieder nach links geguckt, der hat ihn trotzdem wieder nach links geworfen, ist mir jetzt aber gerade sowas von scheißegal. Und dann steht der. Ich muss gerade irgendwas kaputt schlagen. Es ist. Alter. Das Level ist nicht so schwer! Aber es ist einfach sowas von zum Kotzen, wenn man dieser Wichswelt an. Die ist einfach so schlimm! Das ist das Schlimmste, was ich in einem Videospiel je leben musste, diese Welt. Die bringt mich echt zu verzweifeln. Ich bin fertig mit den Nerven. Wirklich komplett. Alter, war das knapp. Jetzt mach. So, weg mit dem. Und jetzt hier hoch. Schnell. Oh Gott, schneller. Blauen Schalter. Ja, dann komm doch her. Dann komm doch her. Wo bist du denn? Komm hierher. Oh Gott, nein, nein, nicht auf dich! Nein! Ich hasse dich! Warum? Da habe ich es irgendwie geschafft. Here we go. Dann das. Ich stand doch gar nicht. Habt ihr gesehen, wie weit der Feuerstrahl von uns weg war? Oh. Here we go. Ich fass es einfach nicht. Ich hab nach links geguckt! Alter, ich könnte so kotzen! Wenn ich nach links gucke, dann wirf den doch auch nach links! Mann, ey! So! Weiter. Warum bleibt der denn jetzt stehen? In dieses Spiel, ey! Ich kann nicht mehr! Warum bleibt der Vollidiot denn dann einfach stehen? Gibt's da irgendeinen erklärlichen Grund, für das der einfach stehen geblieben? Jetzt kommt das Ding da gerade raus! Mann! Lass es doch einfach vorbei sein! Ich wollte vor 40 Minuten die Aufnahmesession beenden. Hat gesagt, okay, ein Level geht noch. Und jetzt stehe ich hier. Mit den Nerven sowas von am Ende. Wir. Ja, oh Mario, ich bin hier. Komm her! Nee, du läufst jetzt. Er läuft in den Feuervogel! Ist das nicht wahr? Es ist einfach nicht wahr. Warum? Here we go! Das habe ich jetzt hier gerade 16 Leben verschwendet und das, obwohl ich bei jedem zweiten Versuch und bei mehr als jedem zweiten Versuch ein One-Up bekomme. Komm jetzt bitte. Das macht keinen Scheiß. Nein! Oh Gott, er hat dich aufgeschlossen! Diesmal hat er dich aufgeschlossen! Oh Gott! Warum er diesmal auch immer nicht aufgeschlossen hat, ich liebe ihn dafür.
Oh mein Gott. Alter, geh mir weg mit dem Minispiel hier. Lass den Affen kommen. Lass ihn bitte nicht zu schwer sein. Und lass mich jetzt einfach beenden. Oh Gott, es war das. Es war der schwerste Donkey Kong, den ich kenne. Ich glaube, das war einer der schwersten Donkey Kongs. Vor allem, weil diese Fässer uns verfolgen. Egal, wo wir hingehen, die verfolgen uns. Es dürfen jetzt auch nicht so viele von diesen Dingern weggehen. Oh nein. Weil ansonsten komme ich nicht mehr zum Affen ran. Ach, leck mich am Arsch. Ist doch jetzt schon vorbei. Ich komme doch schon jetzt nicht mehr an den Affen ran. Ach, man kommt sonst doch noch an den Affen dran mit diesen komischen, sich runterfallenden Stampfblöcken, die mich gerade getötet haben. Oh, diese Welt. Warum kann sie nicht einfach vorbei sein? Warum muss ich diese Höllenqualen durchleiden? Warum bleibt es denn nicht liegen? Es war doch schon am Boden! So sollte ich eigentlich vor allem, was von oben kommt, geschützt sein. Nein, bin ich nicht. Sehr schön. Bin ich so halt nicht von... Oh Gott. Jetzt wirft es! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch einfach nicht wahr! Ich will doch einfach nur, dass ich jetzt Aufnahmeende mache! Okay, das bleibt gar nicht liegen. Toll. Wenn diese ganzen Dinger hier weg sind, dann sollte es eigentlich auch einfacher sein, an die Fässer zu kommen. Weil ich dann halt nicht mehr 25.000 Mal irgendwo abfallen, sondern direkt runterfallen. Ein Versuch noch. Perfekt, komm. Nein! Er springt nicht! Er ist nicht gesprungen, obwohl ich A gedrückt habe! Die Steuerung! Oh Gott! Das wäre es gewesen! Das wäre der letzte Wurf gewesen! Er springt schon wieder nicht! Ich fass es nicht, ich fass es nicht! Es wäre vorbei gewesen! Es wäre jetzt vorbei gewesen! Ich hätte jetzt Schluss, ich hätte jetzt Feierabend! Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Arbeit auf diesem Planeten, ja, wahrscheinlich ist das schon so, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen, anstrengender und nervtötender ist als das, was ich hier gerade tue. Ich hatte mich so auf dieses Projekt gefreut. Jetzt, nachdem ich diese Welt hier sehe, entwickelt sich dieses Let's Play gerade zu dem schlimmsten meiner Karriere. Ja, ich muss einfach Karriere sagen, meiner bisherigen Let's Player-Laufbahn, sagen wir es mal so. Es ist echt das schlimmste Let's Play meiner bisherigen Laufbahn. Es geht halt einfach nicht. Es geht halt einfach nicht. Bring mich da jetzt hoch und triff den Wichsaffen. Jetzt wirf mir noch ein Fass irgendwo zu. Komm schon. Und spring bitte, wenn ich springen drücke. Jetzt spring. Okay. Und jetzt spring. Und jetzt spring! Affe tot! Oh, you! It's all you, baby!
Super Mario. Wow. Das ist egal, mir gerade die nächste Welt ist. Es wird so lange dauern, bis ich die aufnehme. Es tut mir leid, falls das jetzt Play wieder ein paar Tage aussetzen sollte. Aber ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Tage Pause von dem Ding. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.